Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das EU-Parlament hat Anfang Juni in diesem Jahr, also wir haben das Jahr 2022, das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 auf den Weg gebracht. Also in 13 Jahren ist dann definitiv Schluss mit Verbrennerautos. Ja, bedeutet das jetzt irgendwie PKW, LKW, Transporter, Nutzfahrzeuge, die soll es dann von heute auf morgen plötzlich nicht mehr geben? Ja, so wird es wenigstens von vielen Leuten verstanden. Das merke ich an diesen wütenden Kommentaren, die ich unter meinem Video zum selben Thema, was ich mal vor 3 Jahren gemacht habe, sehe. Da habe ich nämlich 2019 schon mal ein Video zum Thema Verbrennerverbot gedreht. Und da habe ich vermutet, dass das vielleicht sogar schon 2030 kommt. Ja, da lag ich zugegebenermaßen so ein bisschen daneben, war ich einfach zu voreilig. Da dachte ich noch, das machen die Staaten irgendwie jeder für sich freiwillig. Ja, nun hat es also die EU vorgegeben, aber alle ziehen mit. Verbrennerverbot. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau? Viele haben ja irgendwie regelrecht Angst davor. Andere glauben, dass das sowieso nicht kommt. Vielleicht, weil bis dahin irgendwas Neues erfunden wird, was das alles überflüssig macht. Und noch viel mehr Leute sind zumindest verunsichert, weil eben ganz vielen Leuten nicht wirklich klar ist, was das für sie bedeutet, welche Konsequenzen dieses Verbot für sie persönlich hat. Ja, in diesem Video, da schauen wir uns mal die Wahrheit hinter dem Verbrennerverbot an, ob das wirklich so schlimm für unsere Autoindustrie ist. Und ob dadurch wirklich der Untergang des Abendlands bevorsteht. Wird ein spannendes Video. Bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Tja, erst hat das EU-Parlament mit dem Beschluss alle aufgescheucht und dann hat auch noch der EU-Ministerrat in einer 16 Stunden langen Marathonsitzung zugestimmt. Das Verbrenner-Aus ist also europaweit eine ausgemachte Sache. Ja, und was wurde jetzt genau beschlossen? Die 27 EU-Staaten unterstützen mit einer Mehrheit den Vorschlag der EU-Kommission, ab 2035 nur noch Pkw neu zuzulassen, die null Emissionen verursachen, also eben auch kein CO2 mehr ausstoßen. Das gilt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Aha, zumindest schon mal nicht Lkw oder schweres Gerät. Leichte Nutzfahrzeuge, was ist das? Das sind also Transporter oder Vans bis 3,5 Tonnen. Ja, die machen übrigens 27 Millionen Autos in Europa aus. Das sind rund 10% des ganzen Fahrzeugbestands. Ja, und dazu haben sich die EU-Regierungen noch auf einen komischen Kompromiss geeinigt. Und der bestimmt so vage Ausnahmen für Fahrzeuge mit E-Fuels. Das kam natürlich mehr so aus der deutschen Ecke, namentlich von der FDP. Ja, und was heißt das jetzt konkret in ganz einfachen Worten? Ja, das heißt, wir wollen ab 2035 Autos mit null Emissionen. Punkt. Wie wir das technisch anstellen, das ist den Herstellern überlassen. Ja, wie dürfen wir uns das Szenario also tatsächlich in echt vorstellen? Steht also am 1. Januar 2035 ein Elektroabschleppwagen vor meiner Tür und der lädt dann meinen 2015er Golf 7 auf? Ab zum Schrottplatz oder zum Export nach Afrika werden alle alten Autos stillgelegt, Tankstellen geschlossen und wenn ich ein Auto brauche, dann muss ich mir auf jeden Fall ein Elektroauto kaufen, weil ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe. Das sind Fragen über Fragen, das bewegt eben die Leute und ja, ich überdramatisiere hier natürlich ein bisschen. Aber ganz ehrlich, selbst nach diesem Stichtag zum Verbrennerverbot, da dürft ihr euer ganz normales Auto so lange weiterfahren, wie ihr das wollt. Das Verbot betrifft nämlich nur den Verkauf von Neuwagen. Doch auch das ist irgendwie so ein bisschen missverständlich, denn es ist ja davon die Rede, dass keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen. Das klingt jetzt irgendwie so, als würde man euch irgendwie von der Zulassungsstelle dann verjagen, wenn ihr es wagt, dort mit den Papieren von einem gebrauchten Passat Diesel aufzutauchen. So ist es aber nicht. Das Verbrennungsverbot, das darf man halt nicht verwechseln mit einem Verbrennerfahrverbot. Das Verbot betrifft eben nur die Neuzulassungen ab 2035. Bedeutet, alle Hersteller können bis dahin weiter lustig ihre normalen Automodelle als Neuwagen verkaufen. Ab dann allerdings gibt es keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor. Vielleicht kann man sie sogar noch kaufen und sich als Deko hinstellen, aber man bekommt sie eben nicht mehr zugelassen. Alles, was ab dem Stichtag schon rumfährt, das kann das auch weiterhin tun, bis es von mir aus auseinanderfällt. Ja, und für welche Autos gilt nun das Verbrennerverbot? Das gilt für alle Pkw bis 3,5 Tonnen, die im Betrieb CO2 ausstoßen, wie es so schön heißt.
Also für Lkw gilt das Verbot also erstmal nicht. Betroffen sind also Benziner, Diesel, Autos, die mit Gas fahren, Autogas, LPG, ganz egal, Ethanolfahrzeuge, aber eben auch Hybridautos, egal ob Plug-in oder nicht. Ja, und bedeutet das denn, dass schlagartig ab 2035 weniger Verbrenner auf den Straßen fahren? Nee, auf gar keinen Fall. Am Bestand ändert sich ja erstmal gar nichts. Bereits gebaute und schon zugelassene Autos, die dürfen natürlich weiterhin verkauft und gefahren werden. Eine mögliche Konsequenz wäre vielleicht ein massiver Preisanstieg für Gebrauchtwagen. Denn eine andere Möglichkeit, an einen Benziner oder Diesel zu kommen, die gibt es dann ja nicht mehr. Ihr müsst den gebraucht kaufen. Der private Handel unterliegt natürlich keinem Verbot. Es würden einfach keine neuen Verbrenner mehr zur Gebrauchtwagenmasse dazustoßen und damit sinkt natürlich der Bestand über die Zeit langsam, aber kontinuierlich immer weiter ab. Ja, explodieren dann wirklich die Gebrauchtwagenpreise? Also hohe Nachfrage bei sinkendem Angebot, das führt ja normalerweise automatisch zu steigenden Preisen. Die Frage ist, ob die Nachfrage in 13 Jahren nach Verbrennern wirklich noch so hoch ist. Grundsätzlich steigt ja auch das Interesse an Elektroautos immer mehr an. Und natürlich die Spritpreise, die klettern auch immer weiter nach oben. Ist die Frage, wie das 2013 aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass bestimmte Spritfresser irgendwann einfach unverkäuflich sein werden. Und die Nachfrage, die würde sich wahrscheinlich auf sparsame Autos konzentrieren, die eben überschaubare Unterhaltskosten haben. Und vielleicht auch auf klassische Sportwagen und natürlich eben Liebhaberautos. Also ich stelle mir das übrigens auch ganz lustig vor in der Zukunft. Irgendwann werden eure Kinder auf der Straße auf ein Auto zeigen und dann rufen, guck mal, der fährt ja noch mit Benzin. Irgendwie eine verrückte Vorstellung. Über die Jahre, da würden die Benziner und Diesel nämlich auf jeden Fall automatisch immer seltener werden. Denn für jedes Verbrennerauto, was zum Beispiel einen Unfall hat oder wegen Altersschwäche in die Schrottpresse muss, da kommt ja kein neues nach. So würde der Bestand eben nach und nach von Elektroautos quasi unterwandert und irgendwann schließlich komplett übernommen. Ja, das geplante Verbrennerverbot führt also nicht dazu, dass Bestandsfahrzeuge stillgelegt werden oder der Gebrauchtwagenhandel untersagt wird. Das betrifft eben ausnahmslos die Hersteller, die vom Kraftfahrtbundesamt keine Typengenehmigung mehr für neue Verbrennermodelle bekommen. Ja, die Frage ist, werden Verbrenner vielleicht doch noch irgendwann komplett verboten? Also kommt vielleicht doch noch ein echtes Fahrverbot? Schwer zu sagen. Also ausschließen würde ich das nicht. Wenn wir mal 10 Jahre in die Zukunft schauen und dann Südeuropa durch die Klimaveränderung nur noch vertrocknete Wüstenregionen sind, tja, dann wird das vielleicht doch nochmal ein Thema. Spanien hat das nämlich zum Beispiel bereits beschlossen. Ab einem bestimmten Stichtag, nämlich 2050, da wird der Betrieb von Verbrennern verboten. Die leiden ja auch gerade ganz besonders unter der Hitze und den Feuern. Ich gehe mal davon aus, dass solche Verbote früher oder später auch für die ganze EU kommen könnten. Fahrverbote für Verbrenner, ja, die sind also theoretisch denkbar. Ich persönlich halte es irgendwie für nachhaltiger, dass bestehende Autos weitergefahren werden, ohne dass man sich jetzt ohne Not ein neues kaufen müsste. Denn im Schnitt zum Beispiel, da fährt in Deutschland ein Auto 18 Jahre, bis es verschrottet wird. Und 18 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit, finde ich, wo eben keine neuen Ressourcen für ein neues Auto benötigt werden. Hier in Deutschland wird jetzt also ziemlich emotional und teilweise sogar mit Wut über das Verbot diskutiert. Im Land ohne Tempolimit, da sind Verbrenner bei vielen eben fast schon heilig. Aber wie sieht es denn in anderen EU-Ländern aus? Viele Staaten, darunter Dänemark, die Niederlande oder Frankreich, die haben mit dem Verbrenner aus überhaupt gar kein Problem, weil die selber haben nämlich schon viel früher einen Termin beschlossen. Die verschlechtern sich also quasi mit dem EU-Beschluss. Hier mal eine Liste für euch der Staaten, die selbst schon Verbote beschlossen hatten. Ja, und wie stehen jetzt eigentlich die Autohersteller selbst dazu? Ich lese immer wieder in den Kommentaren bei mir, das Verbot wäre irgendwie der Niedergang des Industriestandorts Deutschland und die Automobilindustrie, die wird sterben. Ja, aber die Autohersteller, die sehen das selber bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich relativ entspannt. Die meisten wollen ihre Modellpalette ohnehin jetzt schon schnell auf Elektro umstellen. Also nur BMW und Porsche, die sprechen sich noch gegen die Verbotspolitik aus und haben überhaupt kein konkretes Datum für den kompletten Ausstieg aus der Verbrennerproduktion bisher vorgesehen. Aber manche Autobauer, wie zum Beispiel Audi, die fordern von der Politik sogar ein noch schnelleres Umsteuern in Richtung Elektromobilität, aber dann eben mit entsprechenden klaren Vorgaben.
Hier mal eine Liste der großen Autohersteller und wann die keine Verbrenner mehr bauen wollen. Ganz vorne ist Jaguar, die wollen schon 2025 aussteigen. Dann Opel 2028. Peugeot auch 2028. Fiat will 2030 aussteigen, Ford 2030, Volvo 2030, Renault ebenfalls 2030, Mini auch 2030, General Motors ebenfalls 2030, Mercedes-Benz 2031, Volkswagen 2033, natürlich auch Audi 2033 und Hyundai ganz auf EU-Linie 2035. Porsche und BMW, wie gesagt, machen da keine konkreten Angaben. Ja, eine interessante Frage ist jetzt auch, welchen Einfluss das angekündigte Verbrennerverbot auf die Elektroautoförderung hat. Denn was sich ja ohnehin durchsetzen wird per Beschluss, das muss man ja eigentlich auch nicht mehr fördern. Im Koalitionsvertrag, da ist das Förderende 2025 vereinbart worden. Das ist mittlerweile bekannt, das wissen wir alle. Aber das wird vielleicht schon früher hinfällig. Das wissen wir halt noch nicht so genau. Aktuell sieht es zumindest danach aus und die Förderung soll 2023 tatsächlich ja auch runtergefahren werden. Wie hoch steht noch nicht wirklich fest, lassen wir uns also mal überraschen. Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass Elektroautos nicht mehr sehr lange so gefördert werden wie jetzt. Moment, was ist denn jetzt nochmal mit diesen E-Fuels? Da war doch auch irgendwie die Rede davon. Mit diesen Power-to-X-Treibstoffen, so werden die ja auch genannt, da könnte man doch die Verbrenner ebenfalls CO2-frei betreiben. Ist dann dieses Verbrennerverbot vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir alle mit E-Fuels fahren können? Denn die lassen sich ja auch mit Sonnen- oder Windstrom herstellen, die sind also klimafreundlich. Ja, ich habe ja zu E-Fuels schon ein Video gemacht, das verlinke ich mal hier oben und deswegen will ich da jetzt nicht zu ausführlich drauf eingehen. Aber nur ganz kurz zusammengefasst nochmal. E-Fuels gelten zwar als CO2-neutral, zumindest bilanziell, die liegen aber aktuell bei rund 5 Euro pro Liter, alleine von den Herstellungskosten. Ja gut, 2035 kostet Benzin wahrscheinlich auch so viel. Aber diese Herstellungskosten, die sind deswegen so teuer, weil man einfach so viel Energie für diese E-Fuels braucht. Also man braucht zur Herstellung von einem Liter E-Diesel 27 Kilowattstunden Energie. Natürlich aus regenerativen Quellen, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Also das Fahren mit E-Fuels braucht also fast 7-mal mehr Strom als Elektromobilität. Und zur Erzeugung der allein in Deutschland jährlich verbrannten 47 Milliarden Liter Sprit, da sind mehr als 1250 Terawattstunden Strom nötig. Jetzt mal zum Vergleich, ganz Deutschland verbraucht im Jahr etwa 565 Terawattstunden. Und wenn wir die ungefähr 50 Millionen Pkw in Deutschland alle durch Elektroautos ersetzen, dann brauchen wir dafür nur in Anführungsstrichen 140 Terawattstunden mehr statt 1250 Terawattstunden, wenn wir die alle mit E-Fuels betreiben wollen. Porsche baut ja zum Beispiel für seine alten Porsche im Prinzip eine E-Fuel-Pilotanlage in Chile mit einem riesigen finanziellen Aufwand, damit diese alten Porsche weiterfahren können. Für die macht das möglicherweise Sinn, aber für die große Masse an Autos, auch gerade weltweit mal gesehen, da ist das völlig unrealistisch. So, damit sind hoffentlich erstmal alle Klarheiten beseitigt. Das Verbrennerverbot 2035 ist beschlossen. Es ist aber keine Katastrophe. Unsere Autoindustrie wird es überleben und wahrscheinlich sogar langfristig noch gestärkt daraus hervorgehen, wenn es eben rechtzeitig gelingt, auf Elektromobilität umzustellen. Und da sind die ja alle schon ziemlich gut dabei. Und auch jeder Einzelne von uns, der nicht bis dahin sowieso schon auf ein E-Auto gewechselt ist. Der wird es verkraften, Verbrenner wird es noch viele, viele Jahre geben. Ich wage mal die Prognose, in 13 Jahren, also 2035, da kräht da kein Hahn mehr danach. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Realität, die wir gerade erleben, uns zwingt, das Verbot vielleicht sogar noch vorzuziehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne mal meinen Kanal, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.